ja, ich kann eigentlich nur positive Rückmeldung geben. Die tägliche Arbeit ist zwar hart und intensiv, aber sie macht mir sehr viel Spaß. Ja, es war sehr, sehr interessant, weil es doch eine neue Position für mich war. Ich habe eigentlich das schon ein bisschen länger haben wir, darüber gesprochen. Damals, als ich dritter Tormann war, letztes Jahr, hat mich der Thomas öfters eingebunden in seine Arbeit. Und ich glaube, er hat mich da gut vorbereitet auf meinen neuen Job. Ja, die Grundprinzipien sind eigentlich ähnlich bei Torhütern im Amateurbereich, natürlich auch Torhüter im Profibereich. Wichtig ist halt, wie man die jeweilige Person angreift. Das ist ja das Entscheidende, wie man mit der umgeht und wie man sie versucht zu verbessern. Ja, ich meine, das ist nun mal so. Diese Situation haben wir als Tormann. Ich glaube, man muss versuchen, dann trotzdem das anders zu sehen wie als Spieler. Man muss da schauen, dass man sich immer fit hält, immer gibt es die Möglichkeit hineinzukommen. Und dann muss man, wie wir jetzt bei Martin Kobras sehen, dann muss man einfach seinen Mann stehen und der Mannschaft so gut wie es geht helfen. Ja, super Sache. Wie gesagt, ich kann das betonen, wir sind sehr stolz. Wir sind sehr stolz als kleiner Verein für so eine Nominierung. Und ich glaube, der Andi zeigt auch, dass man in kleinen Vereinen gut arbeitet und dass das auch gewürdigt wird.